Ja, wir haben mit einem 7-köpfigen Team etwa zusammengearbeitet. Da hatten wir einen Creative Coder dabei. Wir hatten eine Person dabei, die sich um die virtuelle Weltgestaltung und das Design gekümmert hat. Wir hatten einen Sounddesigner dabei. Also wir sind Jakob und Schleif. Wir sind eine KünstlerInnengruppe und wir haben die Virtual Exploration entwickelt. Die Virtual Exploration ist eine interaktive Ausstellung mit KI, virtueller Realität und kreativem Schreiben zu Sexualität, Beziehungen, Körper, Selbstbewusstsein für Menschen ab 15 Jahren. Es gibt drei Stationen. Eine Station ist die Station virtuelle Realität, wo du quasi durch eine Welt durchgehst und mit verschiedenen Gedanken dich in dieser Welt quasi beschäftigen kannst. Dann gibt es die Station zur Peinlichkeit, wo du an einem Tablet Eingaben machst und wir kreieren mithilfe von künstlicher Intelligenz ein Bild zu deinen Gedanken. Und dann gibt es nochmal eine Reflexionsstation einfach mit Stift und Papier, wo du einfach einen Brief an deinen eigenen Körper verfassen kannst. Wir haben viele Stimmen gesammelt, wir haben viele Interviews geführt, vor allem eben auch mit Jugendlichen zu diesen Themen Workshops gehabt und versuchen, diese Ideen zu sammeln und in einem Raum zur Verfügung zu stellen und dann für sich weiterarbeiten zu lassen. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich Sex? Also ich meine, wo fängt Sex an? Also was ist Sex genau? Was bedeutet Sex jetzt genau? Viele wollen nicht darüber reden oder Haushälte reden nicht so offen darüber, weil sie sich die Eltern sich auch manchmal selbst darüber schämen zu sprechen, obwohl das eigentlich ein ganz normales Thema ist, das gehört zum Leben. Man muss halt darüber sprechen und das hier bringt es halt näher, aber auch in den spaßigen Weg und man hat auch nicht die Pflicht mitzumachen bei allen. Man konnte auch, wenn es so viel wird, auch rausgehen oder so. Das fand ich halt sehr gut. Man ist nicht gezwungen, irgendwas hier zu machen. Genau, man versteht, dass es vielen Menschen genauso geht, wie es einem auch geht. Wenn man zum Beispiel damit zweifelt, wer bin ich überhaupt, was ist meine Sexualität, was versteht man darunter, was normal ist. Wenn man sich das hier alles anhört, weiß man auch nochmal, ah, ich bin nicht anders, ich bin nicht komisch, ich bin kein Freak, ich bin genauso wie ganz viele andere. Und ich bin offen und frei zu sagen, wie ich mich fühle, was ich bin, wer ich bin, weil ich weiß, es geht vielen genauso wie einem selbst. Sex fängt bei mir schon an, wenn ich mich selbst befriedige. Das ist schon Sex. Das ist Sex mit mir selbst. Jedes heranwachsende Kind muss irgendwann lernen, Grenzen zu setzen oder sich selber auch aufzuklären. Und daher ist es auch in Zukunft wichtig. Auch die nächsten Generationen möchten aufgeklärt werden. Und das unterscheidet es auch von anderen Kunstausstellungen, wo man vielleicht einfach nur einer Erzählung zuhört und selber aber nicht aktiv teilnimmt. Ich denke, was ich gesehen habe und auch selbst jetzt erlebt habe, war sehr hilfreich, sehr, sehr anschaulich, interaktiv, motivierend auch für die Schüler und auch einfach mal andere Perspektiven zu bekommen und einfach mal ohne diese Atmosphäre Schule, die Situation Schule, wo man dann wirklich auch Bewertung hat und andere hören einem zu, was man sagt, sondern dass man auch selber ausprobieren konnte und in so einem geschützten Rahmen dann auch das alles ja, erleben konnte, aktiv. Ja, ich denke, das ist schon wichtig. Weil in der Schule wird halt nicht immer alles beigebracht darüber. Und manche sind ja dann auch sehr unsicher und so. Wenn ich verliebt bin, dann mache ich irgendwelche Sachen, die vielleicht komisch wirken. Dann bin ich irgendwie unsicher und dann verletzen mich Sachen schneller. Negative Erfahrungen sind wichtig und diese Erfahrungen sind dann meistens so prägend oder auch so hilfreich teilweise. Wo man dann erst lernt, wo seine Grenzen liegen. Ansonsten kommt man da gar nicht hin. Wenn man nichts ausprobiert, dann hat man keine Erfahrung, aber dann weiß man auch gar nicht, wo seine Grenzen liegen.